Bei unseren Spielsessions treffen wir auf die unterschiedlichsten Spielertypen. Manche sind erfahren, manche sind es nicht. Manche reißen sich ein Bein aus und manche sind verkrampft. Wie bekomme ich all diese Leute unter einen Hut, dass es für alle ein schöner Abend wird? Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, denn ich habe 9 Tipps für euch. Hallo, ich bin Martin von D20 Sounds und heute Abend möchte ich euch einige Tipps geben, wie ihr einen schöneren Abend zusammen habt. Denn bei diesem wunderbaren Hobby gibt es immer noch ein paar Tipps, die man lernen kann und ich hoffe, ihr kennt sie nicht schon alle. Viel Spaß dabei! Ihr kennt sicher Helikoptereltern oder Rasenmähereltern. Das sind die Eltern, die ständig um ihre Kinder kreisen und ihnen alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Macht das als Spielleiter nicht. Eure Spieler werden nur den Eindruck haben, sich was verdient zu haben und ein Abenteuer bestanden zu haben, wenn sie was dafür leisten müssen. Also lasst sie arbeiten. Helft ihnen nicht zu viel, räumt nicht Hindernisse aus dem Weg, sondern schafft Probleme. Lasst sie mal lochen und dann haben sie auch Spaß. Gebt euren Spielern Tipps, die nicht so offensichtlich sind. Ich will ein Beispiel sagen. Überlegt mal, eure Spieler wollen oder eure Helden wollen einen untoten Magier, der sehr mächtig ist, besiegen. Auf dem Weg zu seinem Schloss werden sie von prophetischen Träumen bedrängt, in denen sie alle sterben. Oder sie finden einen von Meteorstürmen zerfetzten goldenen Drachen, der riesig groß ist am Wegrand und der offensichtlich gegen diesen Magier verloren hat. Das sind Hinweise, dass sie ihrer Aufgabe vielleicht noch nicht gewachsen sind, dass es vorher noch irgendetwas anderes gibt, was sie machen müssen. Aber es steht da kein Schild und ihr sagt auch nicht, geht da nicht hin, das könnt ihr noch nicht. Schafft Hinweise, die nicht zu offensichtlich sind, aber ganz klar. Und dann lasst sie selbst entscheiden. Fiebert mit euren Spielern. Wenn sie eine 20 würfeln auf einen Ability-Check oder auf einen Treffer, freut euch mit ihnen und feiert richtig. Ja? Beschreibt das Ergebnis episch. Und wenn sie versagen und eine 1 würfeln oder sowas, dann seid mit ihnen traurig. Aber sie sollen merken, dass ihr auf ihrer Seite steht, auf der Seite der Spieler. Auch wenn es im Endeffekt versucht natürlich neutral zu sein und auch auf der Seite der Monster zu sein oder der Gegner. Es ist viel schöner, wenn die Spieler spüren, dass ihr, also dass das Überleben ihrer Helden, euch am Herzen liegt. Helft den Spielern, bessere Rollenspieler zu werden. Und ich meine nicht, dass sie ganz tolle Voice-Actor werden sollen. Nein, helft mit ihnen an Macken zu arbeiten. Was ist denn schöner als ein Charakter, der immer, wenn er lügen will, sich räuspert? Ja, alle am Tisch wissen sofort Bescheid. Es ist ein kleiner Witz. Und die Spieler werden sofort vermeiden, dass wenn wichtige Situationen sind, dass genau dieser Charakter was sagt. Ja, auf der anderen Seite macht es auch einen Riesenspaß, so einen Charakter zu spielen, der so eine kleine Macke hat. Oder ein Charakter, der sich mit allen seinen neuen Namen jedes Mal vorstellt. Ich bin Heinz-Jürgen Erwin, so und so vom Tal der Toten in Tiefwasser. Das macht doch Bock, auch wenn es manchmal ein kleines bisschen nervig ist. Es macht einen Riesenspaß. Also, helft ihnen dabei, was zu entwickeln, steht als Gesprächspartner zur Verfügung und freut euch an den Erfolgen, die sie haben, mit diesen kleinen Sachen, die man sich überlegt. Schafft eine Atmosphäre des Vertrauens am Tisch. Das könnt ihr machen, indem ihr zum Beispiel klarstellt, dass es eine tolle Fehlerkultur gibt. Also es passieren jeden Fehler von uns. Und wenn wir diese Fehler als eine Praline betrachten, anstatt als ein Punkt, worüber wir uns schämen müssen, also irgendwas, was schön ist, ja, wenn wir uns darüber freuen, weil der andere, der nächste vielleicht den Fehler nicht mehr macht, weil er schon gemacht wurde. Oder ja, wenn wir einfach ein bisschen Spaß daran haben und aber nicht auf eine hämische Art, dann werdet ihr nach einiger Zeit feststellen, dass das Vertrauen am Tisch wächst und Leute ihre Fehler einfach zugeben und das Spiel ehrlicher wird und das Vertrauen zueinander steigt.
Und Vertrauen wirkt immer positiv auf alles, was ihr im Rollenspiel macht. Gebt Boni für gutes Rollenspiel. Ja, der Held hat seine Aufgabe total vermasselt, weil er eben so ist, wie er ist. Und er konnte als Charakter nicht über seinen Schatten springen. Und der Spieler hat das richtig gut rübergebracht. Und leider ist die Aktion in die Hose gegangen. Gebt trotzdem eine Inspiration oder überlegt euch irgendwas Cooles, was der Spieler bekommt, als kleine Belohnung dafür, dass er so cool war. Erlaubt euren Spielern zu üben am Tisch und fordert sie sogar dazu heraus. Also wenn sie in einen Dialog gehen und ihr merkt, sie sind überhaupt noch nicht in der Handlung so richtig drin, weil ihr gerade angefangen habt zu spielen, haltet die Kamera an, sagt, stopp einen Moment. Hey, lass uns richtig reingehen. Überleg nochmal, was wolltest du eigentlich? Wie würde dein Charakter das rüberbringen? Und dreht das Spiel nochmal ein paar Minuten zurück und fangt nochmal neu an. Gebt ihnen die Chance, von Anfang an richtig ins Spiel einzusteigen. Ermutigt stille Spieler dabei, Charaktere zu spielen, die völlig anders sind als sie selbst. Also laut, ungemütlich, plärrig oder vorlaut. Ja, dadurch kann der Spieler sich viel mehr von seinem Charakter unterscheiden und es fällt ihm leichter, irgendwelche Sachen zu machen als Charakter, die er als Spieler vielleicht gar nicht hinbekommt. Er kann viel leichter über seinen eigenen Schatten springen, wenn der Charakter ganz anders ist als er selbst. Also, wenn ihr Charaktererschaffung macht, fordert eure Spieler heraus. Fragt sie, willst du das wirklich spielen? Ja? Wenn der stille Spieler den stillen, scheuen Assassin spielt oder den stillen, scheuen Priester, fragt ihn, ob er nicht lieber einen wilden Barden spielen will, der immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat. Und wenn er das dann macht, gebt ihm ein Feedback für jede gute Aktion, die er macht. Sagt ihm jedes Mal, ja, nickt mit dem Kopf, lächelt ihm zu, zeigt einen Daumen hoch, damit er immer ermutigt wird. Und wenn ihr Glück habt, wird sogar euer Spieler als Mensch davon profitieren. Und das ist das Schönste, was passieren kann, oder? Wenn wir aus einem Abend rausgehen und stellen fest, dass wir auch als Menschen uns weiterentwickeln konnten. Fangt nicht normal in der Kneipe an, sondern schafft von Anfang an Verbindungen zwischen den Charakteren. Überlegt euch eine gemeinsame Geschichte, knüpft Bande. Es gibt so viele Rollenspielsysteme, wo es am Anfang dabei ist. Aber es ist total spannend, wenn man schon gemeinsam überlegt, die Spieler tragen die Geschichte ihrer Charaktere vor, soweit sie das wollen, ja, also nicht irgendwelche geheimen Sachen, sondern und verknüpfen sich dabei. Und der eine sagt, ja, du hast gerade gesagt, du kommst aus Tiefwasser. Ich komme auch aus Tiefwasser. Vielleicht haben wir uns schon kennengelernt. Vielleicht haben wir uns schon mal gegenseitig das Leben gerettet oder waren schon mal zusammen betrunken und sind ausgeraubt worden. Was auch immer. Sind auf die gleichen Leute hereingefallen. Schafft Verbindung. Es macht wirklich viel Spaß, wenn nicht jedes Mal diese gleiche Sequenz am Anfang ist, sondern die schon irgendwas an Verbindung haben, was spannend für sie ist. Lasst eure Spieler so, wie sie sind. Das klingt nach allem, was ich vorher gesagt habe, vielleicht seltsam. Aber wenn sie auf eine bestimmte Art spielen wollen, zwingt ihnen nicht was anderes auf. Wenn sie was verändern möchten, unterstützt sie dabei. Gebt ihnen Rat, gebt ihnen Feedback, sprecht mit den anderen, dass sie wirklich alle Unterstützung bekommen, die sie kriegen. Ja? Aber lasst sie so, wie sie sein wollen. Dann sind sie auch eher zufrieden am Tisch und fühlen sich nicht unvollkommen oder ungenügend vielmehr. Ich wurde jetzt schon mehrfach gebeten, was für Spieler zu machen. Und ich möchte dem auch gerne nachkommen. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Themen euch interessieren würden, was ihr gerne hören wollt von dem, was ich euch sagen kann. Also, es wird um Psychologie gehen bei mir, um Coaching, um irgendwie Musik. Das ist meine Expertise. Und in dem Bereich, wo ich gut bin, und ihr kennt ja meine Videos, möchte ich euch gerne weiter unterstützen und vielleicht auch demnächst eure Spieler. Also, schreibt gerne was runter. Ich sage schon mal vielen Dank und bin gespannt, was ich zu lesen bekomme. Macht's gut, euer Martin von D20 Sounds. Ciao!